Hallo Leute, ich freue mich, euch heute wieder bei einem neuen Video von Ambomedi TV begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Um was soll es jetzt in diesem Video gehen? Ich habe ja neulich mal ein Video zum Thema, wie werde ich Notfallsanitäter, Wege zum Notfallsanitäter hochgeladen. Ich verlinke euch das mal oben in der Ecke, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und in den Kommentaren zu diesem Video kam die Frage nach Bewerbungsgesprächen, nach Einstellungstests bei der Bewerbung zum Notfallsanitäter auf. Und da habe ich gedacht, das ist ein gutes Thema, was ich jetzt in einer kleinen Videoreihe mal aufgreifen möchte. So soll es halt in dieser Videoreihe darum gehen, was sind eigentlich Einstellungs- und Bewerbungstests, warum mache ich die, wie bewerbe ich mich am besten, wie hat eine gute Bewerbung auszusehen, wie sieht so ein Assessment Center oder so ein Bewerbungsgespräch oder Interview aus, was für verschiedene Testarten gibt es, und ja, das möchte ich euch in dieser Videoreihe einmal näher bringen. Heute geht es zur Einleitung einmal darum, was sind eigentlich Bewerbungs- und Einstellungstests und warum werden die gemacht. Also viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir jetzt mit dem Video starten, nochmal ein kleiner Tipp, ein kleiner Literaturtipp. Und zwar, wenn ihr mehr über Einstellungstests und Bewerbungsverfahren, insbesondere natürlich im Rettungsdienst, wissen wollt, dann kann ich euch das Buch Bewerbung und Einstellungstests im Rettungsdienst, Auswahlverfahren erfolgreich meistern, vom S&K Verlag sehr ans Herz legen. Das dient auch so ein bisschen als Grundlage für diese Videoreihe. Und ja, den Link dazu findet ihr dementsprechend unten in der Infobox, sodass ihr das bei Interesse dann auch erwerben könnt. Warum werden jetzt eigentlich Einstellungs- und Bewerbungstests im Rettungsdienst durchgeführt? Das ist im Rettungsdienst noch gar nicht so lange üblich, wie beispielsweise in anderen großen Industrieunternehmen, wo es halt schon lange gang und gäbe ist. Der Rettungsdienst war ja bislang eher so organisiert, dass es eher kleine Wachen gibt. Die Wege zur Rettungsdienstleitung oder zur Geschäftsführung sind relativ kurz. Es gab bis dato, bis vor ein paar Jahren, noch wenige neue Bewerber. Es gab kaum Fluktuation auf dem Markt. Insbesondere gibt es natürlich auch große oder immer größer werdende Trägerorganisationen, ganze Rettungsdienstverbände. Und daraus ist halt die Notwendigkeit entstanden, halt einfach ein professionelleres Bewerbungs- und Einstellungsverfahren, ähnlich wie es halt auch in der Industrie üblich ist, im Rettungsdienst zu etablieren. Insbesondere durch die Einführung des Notfallsanitäters oder des Notfallsanitätergesetzes und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, verbunden mit dem zunehmenden Fachkräftemangel. Ja, man muss sich einmal vor Augen führen, dass in den letzten Jahren die Einsatzzahlen immer mehr ansteigen, dementsprechend natürlich auch immer neue Rettungswachen oder immer neue Rettungswagen und neue Vorhaltemittel und Zeiten etabliert werden müssen, und das muss natürlich alles besetzt werden. Zusätzlich kommt natürlich der Fachkräftemangel dazu, das heißt, neue Notfallsanitäter müssen erst 3 Jahre ausgebildet werden, beziehungsweise müssen altgediegene Rettungsassistenten sich auch erstmal weiterbilden, was bis dato immer noch nicht abgeschlossen ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man eher ein strukturiertes Einstellungs- und Bewerbungsverfahren im Rettungsdienst etabliert. Ziel soll halt auch sein, dass bisher eher so die subjektiven Empfindungen, die eine Personalentscheidung bislang ausgemacht haben, eher so ein bisschen nach hinten gestellt werden und ein eher objektives Verfahren für die Eignung von Bewerbern gefunden werden soll. Oberstes Ziel im Rettungsdienst oder von vielen Dachverbänden, Trägern, Organisationen ist natürlich, die Fachkräfte langfristig im Betrieb zu halten. Das heißt, es soll halt nicht so sein, dass Notfallsanitäter Azubis ihre Ausbildung machen, dann noch ein halbes Jahr als Überbrückung bis zu einem potenziell beginnenden Medizinstudium leisten. Und deswegen
wird das natürlich auch ein Hauptgrund, warum halt diese professionellen Einstellungs- und Bewerbungstests durchgeführt werden. Halt einfach, um die Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden und vom Unternehmen, aus Unternehmersicht natürlich auch die für sich geeigneten Mitarbeiter, die für sich geeigneten Fachkräfte zu finden, die dann halt auch möglichst langfristig im Unternehmen bleiben. Diese Bewerbungstests, die ich jetzt auch hier anspreche in dieser Videoreihe, gelten natürlich nicht nur für die Auszubildenden von Notfallsanitätern oder zum Notfallsanitäter, sondern in allen möglichen Positionen. Das kann halt auch sein, wenn ihr FSJler seid und euch im Rettungsdienst bewerben möchtet oder wenn ihr Rettungssanitäter seid, die halt eine hauptamtliche Beschäftigung suchen. Ja, ausgebildete Notfallsanitäter, die jetzt einen neuen Arbeitgeber suchen, bis hin halt zu anderen Funktionsträgern oder halt Führungspositionen wie Rettungswachenleiter, etc., Praxisanleiter. Auch diese Gruppen sehen sich natürlich den Einstellungs- und Bewerbungstests ausgesetzt. Wie sehen strukturierte Auswahlverfahren jetzt aus im Rettungsdienst? Es gibt immer so verschiedene Grundsäulen oder verschiedene Grundelemente, die enthalten sein können, aber nicht müssen. Meistens erfolgt als erstes eine Begrüßung und Information über den Ablauf des Verfahrens. Dann kommt es zu einzelnen Vorstellungsgesprächs oder Interviews. Es kann Allgemeinwissenstests geben. Je nachdem, was für eine Stelle besetzt werden soll, kommt es zu Erste-Hilfe-Tests oder auch Fachkompetenztests. Es können Sozialverhaltens- und Persönlichkeitstests auftreten. Rollenspiele und Gruppensituationen sind auch beliebte Merkmale. Sport- und Fitnesstests sind in der Regel auch Bestandteil von solchen Verfahren. Und am Ende erfolgt dann natürlich ein Abschlussgespräch, eine Verabschiedung, eventuell auch schon mit der Verkündung erster Ergebnisse. Diese ganzen Punkte können in einem Verfahren, in einem Bewerbungsverfahren auftreten, müssen es aber nicht. Das heißt, da gibt es noch sehr große Unterschiede. Es ist aber eher unüblich, dass alle diese möglichen Verfahren oder Tests in einer Bewerberrunde dementsprechend vorkommen. Wichtig ist, dass diese ganzen Punkte sowohl in Einzelarbeit als auch in Gruppenarbeit vorkommen können. Da muss man halt immer gucken, das ist von Firma zu Firma, von Organisation zu Organisation und Träger zu Träger unterschiedlich. Wie lange dauert jetzt so ein Auswahlverfahren? Ja, auch das ist unterschiedlich. Es kann sein, dass es einige Stunden geht. Üblich sind in der Regel ein ganzer Tag, ein ganzer Bewerbertag. Es kann aber auch sein, dass sich dieses Auswahlverfahren auf mehrere Tage streckt. Das wird in der Regel vorher durch den Arbeitgeber, bei dem ihr euch bewerbt, dann kommuniziert. Das soll es erstmal für heute gewesen sein als Einleitungsvideo zu dieser kleinen Videoreihe zum Thema Bewerbung im Rettungsdienst. Was erwartet euch in den nächsten Videos? In den nächsten Videos wird es darum gehen, wie optimale Bewerbungsunterlagen aussehen, wie Bewerbungsgespräche oder Interviews ablaufen und was es da für Tipps und Tricks gibt und natürlich auch, was für verschiedene Testverfahren es gibt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal, so wie ihr es noch nicht getan habt. Guckt euch auch gerne meine anderen Videos in der Ambumedi-Playlist an. Und einen ganz besonderen Tipp habe ich noch. Wenn ihr insgesamt mehr zum Thema Bewerbung, Karriere, solche Sachen wissen möchtet, dann kann ich euch nur sehr den Kanal von Karrierecoach Martin Wehrle empfehlen. Den verlinke ich hier dementsprechend auch. Guckt euch da mal um, der hat auch ganz viele tolle Sachen, wie ich finde, im Angebot. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!